So, hallo und herzlich willkommen heute in der Runde derzeit. Da vorne ist gerade einer in das Haus eingestiegen. Jetzt die Frage, hat der eine Waffe? Hat er keine? Das erste Mal, dass ich gerade das Game spiele. Und muss sagen, sieht ziemlich nice aus. Kann ich hier rein? F überspringen. So, ich habe, glaube ich... Okay, der hat wohl gerade gesprochen. Sieht schon mal so relativ nice aus. Der hat mich bestimmt schon gesehen. Finde ich hier irgendwo Loot? Überspringen, dann sprechen wir bestimmt erstmal die Beine. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon mehr sehen wollt. Oh, hier ist Munition, vermute ich mal. Nee, ach nee, Nägel, okay. Und könnt gerne natürlich einen Daumen hoch geben. Trainingshose. Ich habe eine Hose, Trainingshose, okay. Ne, was habe ich? Ah, okay. Kann ich die jetzt equippen? Munition. Ich habe nur zwei Plätze frei, oder was? Und die kann ich jetzt wie? Ah, hier als Messerslot, oder was? So, zwei. Geladen und entsichert. So, jetzt können wir uns zumindest mal wehren. Weiteres Problem ist noch, dass wir, ja, wohl nichts tragen können. Ich weiß aktuell auch nicht. Oh! Ja. Also, es ist sehr PvP-lastig. Ist das die Karte jetzt gerade, oder was? Grün ist Basis. Wiederbeleben, gratis. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hört nicht den Ventilator im Hintergrund. Der muss laufen, weil sonst sterbe ich eigentlich. Ah, okay, ich sehe meinen Tod. Also hier 2,5 Kilometer entfernt den Marker. Das finde ich schon mal ziemlich nice. Und wo bin ich jetzt? Ah, okay, was? Jetzt bin ich hier und das... Nee, was? Ah, hier bin ich. Okay, okay. Ich habe gerade gedacht, das bis da wird 2,5 Kilometer. Okay, dann schauen wir mal weiter in die nächste Stadt oder gucken, was wir machen können. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht wirklich damit befasst vorher, wie ich es halt auch eigentlich meistens mache. Und ich möchte, dass ich das Spiel quasi während dem Spielen erkundige. Drüben ist irgendwas. Habe ich begrenzte Ausdauer? Links unten habe ich Essen, Trinken und meine Lebensanzeige. Boah, geht es hier steil runter. So, okay, wir haben uns jetzt unsere ersten Lappen gecraftet. Damit können wir vielleicht Blutungen stillen. Zement können wir nicht nehmen. Hier noch ein... Oh, da sind schon wieder Schüsse. Ein Hut. Also, was mich mega anspricht, ist, das ist die Tatsache, dass man auch Basen bauen kann. Also ich werde das auf jeden Fall auch wahrscheinlich mal mit dem Mate zusammen zocken. Und so generell Survival und ein bisschen bauen und alles, hätte ich auf jeden Fall mal wieder tierisch Bock. C-Crotch. So, ah, nee, okay. Hier so am Wasser, also die Grafik und alles sieht halt schon mega nice aus, muss man sagen. Sieht echt Sahne aus. So.
So, aber ich hätte gern doch wieder eine Pistole. Okay, ich hätte definitiv gerne eine Pistole. Holy shit, ist hier ein Auto? Können wir Auto fahren? Also den Vorher hätte ich eigentlich auch töten müssen. Ich war so perplex irgendwie. Okay, da geht richtig die Party ab. Was ist Wodka? Wodka? Zum Desinfizieren wahrscheinlich geeignet. Zum Trinken? Keine Ahnung. Hier ist ein Schlafplatz. Also ich bin mal auf den Basenbau gespannt. Oder was es eben noch so alles mit sich bringt, das Game. Pistole scheint es hier keine zu geben. Ach, jetzt noch ein paar mehr Häuser. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder den Höllenschreck krieg. Überspringen. Ah, hier. Okay, Wodka muss weg. Messer muss hier hin. Das brauchen wir bestimmt fürs... Die Munition. Ah, da müssen wir die Lappen weg. Müssen wir im schlimmsten Fall unsere Hose zerreißen. Geht ab. Hat er jetzt eine Waffe oder nicht? Hört er mich? Okay. Er hat eine Waffe und hat mich in einen Hinterhalt gelockt. Eine neue Mission ist verfügbar. Also hier gibt es wohl Missionen eben. Hier, hier Missionen wie bei Arma zum Beispiel. Und das sind irgendwie Gorka, Bohr, Kamenka. Es hört sich alles, die Städte hören sich irgendwie direkt hier nach DayZ an. Muss ich sagen. Und ich will jetzt gerade nicht darüber laufen, wenn da der Verrückte mit der Shotgun ist. Wir haben ein Feuerzeug. Ich bin mal gespannt, wie hier das ganze Crafting und alles funktioniert. Bin auch mal gespannt auf eure Meinung zu dem Game, was ihr dazu sagt. Habt ihr das schon oder ist halt wieder ein weiteres Survival-Game? Wird es jetzt Nacht oder was? Mach mich nicht fertig. Eine Straße. Ich würde gern erstmal von hier ein bisschen weg und natürlich aber trotzdem irgendwie was finden. Also außer einem Verrückten mit einer Waffe. Was sieht schon geil aus, ja, so mit ein bisschen Nebel und es läuft auch mega flüssig, also für die Grafik und alles. Es sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Hier die Sonne durch den Wald. Ich bin dann mal gespannt im Kurbenmodus, wie das funktioniert, also auch wie man dann beieinander spawnt oder ob man dann erstmal weit laufen muss, ob man abgroupen kann. Und habe ich irgendwo eine Ausdaueranzeige oder? Alter, ernsthaft jetzt? Nein, bitte. Ach, die schießen alle auf mich. Ach, es ist eine Mission. Holy shit. Ich dachte, die schießen auf sich untereinander, aber irgendwie schießen die aufeinander. Holy crap. Okay, ich blute höchstwahrscheinlich. Oh. Shit. Ist jetzt da eine Ruhe? Oh nein, die verfolgen mich. Scheiße. Holy cow. War das jetzt eine Mission oder waren das NPC, andere Spieler? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was das jetzt war. Verblute ich jetzt? Oh ja, ich sterbe gleich. Holy shit, ich habe 9 Leben. Kann ich bluten oder überlebe ich mit 9 Leben? Bin halt ziemlich am Sack. So, ich bin jetzt hier, aber mir hat sie keine Mission angezeigt. Dann war das vielleicht eine Basis von anderen Spielern oder KI? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall will ich weg. Die wollen mich, glaubt, die wollen mich vielleicht auch vernaschen. Vielleicht brauchen die Nahrung. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt im Kurbmodus, wie das wird. Ist da jetzt Ruhe oder verfolgen die mich immer noch?
Die Landschaft sieht auf jeden Fall mega nice aus, da freue ich mich schon. Ich weiß allerdings auch nicht, wie es hier so ist mit Base Raiden und sonstigen Sachen. Steuerung fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an. Grafik sieht gut aus. Also die Grafik ist definitiv der Wahnsinn, sieht richtig geil aus. Alles, auch so die Atmosphäre. Ich bin gespannt, wie es hier bei Nacht aussieht. Oh, da vorne sind noch ein paar Häuser. Bin gerade so über den Berg drüber gelaufen und sieht schon nice aus auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier ein bisschen was finden. Vielleicht auch irgendwie was. Ich weiß nicht, wie wir uns denn da hochheilen müssen mit Medikamenten oder über Essen. Aber ich hoffe mal, dass wir hier oben etwas Ruhe haben. Aber es sieht halt auch echt aus wie DayZ und irgendwie die ganzen Namen erinnern schon so an DayZ. Heißt ja nicht, dass es negativ ist. Feuerzeug zerreißen. Boden. Kann ich die jetzt quasi mich verbinden? Aber ich dürfte die gar nicht bluten, oder? Gibt mir das Leben? Oder, also ich habe jetzt nicht weiter geblutet. Also ich glaube, das bringt einfach nichts. Holy shit. Ohne Mütze. Und eine Shotgun. Ohne Munition. Hier war wohl eine Party. So, bringt uns das wohl weniger. Oh shit, ich höre wieder Schüsse. Oh je, ich habe gedacht, ich habe hier oben jetzt mal ein bisschen Ruhe und kann mal in Ruhe mich sortieren. Aber das war in dem Moment wohl schon wieder klar. Holy, was macht der? Der rennt weg. Hat wohl keine Munition gehabt. 5,7 mal 2,8. 12 mal 70. Gleiche Spiel wie bei DayZ. Oh shit. Oh shit. Alter. Meine Güte. Okay. Dead Sight sollte eher heißen Dead by Sight. Der eine hat nur wohl nicht auf mich geschossen, weil er keine Munition hat und wollte mich wohl für seinen Kollegen baiten. Wie auch immer. Gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet und ob ihr mehr sehen wollt. Schaut natürlich auch auf dem Livestream-Kanal vorbei, twitch.tv/hangemaulive. Da wird es auf jeden Fall noch mehr von dem Game geben. Auch dann zu Mert und mit Basebau und alles Mögliche. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.